Hallo, meine lieben Damen und Herren, und willkommen zum fünften Part von Terraria 1.14. Ja, der Terraria 1.14. Der Finn ist auch wieder dabei. Ich sagte, der Finn ist auch wieder dabei. Finn, also bist du da? Blöd, wenn man nichts sagt, ne? Ja. Ich zieh mich ein Arschloch-Move, ich sag's dir nur. Was hast du gesagt? Jetzt zieh mich ein Arschloch-Move, ich sag's dir nur. Was hast du gesagt? Gib mir nicht auf den Sack. Welchen denn? Den linken. Bring dich einfach um. Baus. Ich mach's so durch. Rotes Leuchtererz. Nein, das Fuck! Mann. Ich hab mich nach Hause teleportiert. Also die Jesus-Stiefel. Ja, ganz genau. Jesus Christus! Für dich immer noch Jesus Kristall! Das ist der Grund, warum du keine Follower hast. Lass mich in Ruhe. Mock mich nicht. Das tue ich jetzt nicht, nein. Was? Weiß nicht. Ich bin gerade im Crimson Biom, das ist echt nicht schön. Bleib mir bloß weg. Ich dachte gerade, das Spiel hat sich aufgehört. Ja, vielleicht wegen dem Dynamit. Was? Ist das Platinerz? Wenn das Platinerz ist, Alter, dann haben wir extrem viel Platinerz. Ja, Alter, wie viel ist denn das? Pass auf, wenn das eine große Quelle ist, kann da irgendwo Dynamit sein. Da ist Dynamit, da ist viel Dynamit, aber das habe ich mit dem TNT schon weggesprengt. Das ist ein Ansturm in der Flasche. Oh, Doppelsprung. Nicht Doppelsprung, sondern... Ja, auf dem Prinzip. Da ist eine Krabbe mit roten Klauen.
Nein, das... Dieser verkackte Spiegel, ich muss den aus meinem Inventar raushauen. Hast du auch einen Spiegel? Ja. Früher auf der Playstation hättest du gesagt, ja, dann hast du sicher von einem anderen Charakter gezogen. Geht hier auch. Hm? Ja, ich weiß, dass es hier auch geht, aber hier habe ich nur den einen Charakter. Die anderen habe ich alle gelöscht, weil... Ach so, ja, irgendjemand gesagt hat, das ist ein Weiberskin. Transgender ist. Hm? Transgender. Ja, und? Ich habe nichts gegen Transgender, ja, wirklich. Okay. Ich unterstütze das, aber... Das ist eine Bestätigung. Nee. Ich habe nichts gegen Transgender, ich unterstütze das sogar, aber ich bin selbst keiner. Ja, ja. Nachteulentrank. Ich habe einen Saphirbaum oder einen Diamantbaum gefunden. Mit der Axt, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube mit der Spitzhacke. Und die Shelly wurde hier gerade lästig. Nee, mit der Axt. Bin ich jetzt gestorben? Ich wurde vergiftet, ja moin. Ich hab Saphire, wie viele? Einen. Rote Hülse. Eine Badewanne? Okay. Hier unten in der Höhle steht einfach eine verkackte Badewanne. Random. Nee, ich baue doch keine Badewanne ab. Ist wahrscheinlich vom Skeletthändler. Eine Fee? Noch ein Herz. Das ist dann aber meins. Ja.
Das andere wäre eigentlich. Nein, ich wollte mich nicht. Sag bitte, du hast das Herz aufgebaut. Ja. Ja, das kannst, das kannst du auch haben. Brauch ich nicht. Kann ich dem Sprengmeister das Dynamit verkaufen, das TNT verkaufen? Da ein bisschen. Ja, weiß 9 Silber für Sprengstoff. Machst du da? Bestäuben. Kannst du das bitte Draht lassen? Ja, aber was ist jetzt mit dem Dings? Crafting-Rezepte. Es ist für Crafting-Rezepte. Ich habe eine Piranha-Statue. So. Ich krieg's kurz. Jetzt auf Stühlen sitzen. Wow! Hoppla, sorry. Dreißig! Für das Scheiß von 30! Für eine Platinplatte. Deswegen mache ich mir nicht Platin oder Goldrüstung. Alter, mein flammender Streitkolben ist stärker als das Platinschwert. Ich weiß. Das Problem ist, ich würde mir gerne. Ich weiß nicht, ob du dann sauer wärst, wenn ich mir eine Platin-Kettenhemd machen würde. Ne, mach mal. Danke. Ich sehe einfach aus wie ein verschissener Seilbock. Hast du den Keller fertig gebaut? Ich wollte. Danke, wirklich, also danke. Ich kann mich nicht einfach bedanken, ohne dass ich irgendwas kritisiere. Ich weiß nicht warum. Lass mich raten, du wolltest den Hexagon anders haben. Ja. Ich wollte den grau machen, aber danke, dass du es gemacht hast. Ein Schaden, da möchte ich dich einfach nehmen und schütteln. Einfach packen und hin und her schütteln. Ich baue noch einen Truhenraum. Nee, weißt du was? Ich baue ein Labor. Wir brauchen kein Labor, das sind zwei Blöcke. Zwei Blöcke, die man zum Craften braucht. Na, ich meine für den Schleimextraktor oder den Farbbottich, das meine ich. Was du denkst. Und den Ofen würde ich dann gerne in den Backsteinkeller packen, genau wie den Amboss.
Ich werde die Bomben lieber aus der Schnellleiste nehmen. Wie lang ist so ein Banner? Das sind drei Blöcke, oder? Voll ins Mikro gerade. Du hast gerade extrem ins Mikro geblasen. Passiert. Wie viele Rüstung hast du insgesamt? Nein. Was machst du? Auch kurz zum Handy. Also. Stern, 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 den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich. Ja. Soll ich Cthulhu beschwören? Nope. Obwohl. Kann ich mir die Muskete holen? Eigentlich kannst du ihn beschwören, weil ich habe alles, was ich brauche. Und wir werden drauf gehen. Ich weiß. Vor allem, weil es bei mir gerade leckt. Vergiss nicht, wir sind im Hard-Mode. Ja. Nicht Hard-Mode. Expert. Nicht Master-Modus, Expert-Modus. Heilung, Heilung. Ich werde einfach auf dich warten. Wenn du respawnst, bitte schnell hierher kommen, danke. Ja, ja. 15 Sekunden. Was, 15 Sekunden? Ja, dann bin ich gerespawnt. Ich brauche insgesamt 30 Sekunden zu respawnen. Jetzt sind es noch 15. Ja, 5, ist im Bosskampf 4, noch mal länger. 3, 2, 1. Kannst du dich mal um die Diener kümmern? Ja. Heilung, Heilung. Der spuckt mich an?
Heilung. Nimm Heilung. Ich glaube, wir sollten die Krankenschwester erstmal hier einziehen lassen. Das Gute ist, er brennt. Ab und zu. Dieser verkackte Zombie! Mann, nein, erst an der zweiten Form, da werden wir jetzt sterben. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Ah, fuck. Scheiße! Genau, deswegen wollte ich die Muskete holen. Wir brauchen nicht unbedingt die Muskete. Wir schaffen das auch so! Ich will sie mir doch abholen. Nee, Digga, ich hol mir die jetzt. Na gut, dann hol sie dir. Aber wenn du den Ball, wenn du das Herz bekommst, das kriege ich. Das ist mir so egal. Beim ersten Mal kriegt man immer die Muskete. Beziehungsweise hier den Leichenbestatter. Mach Workout. Vergessen, was ich machen wollte. Du wolltest die Muskete holen. Ich weiß. Wann kriegen wir den Maler? Keine Ahnung. Der ist immer so manchmal gekommen. Ich weiß nur, dass der Maler in den Dschungel muss. Genauso wie die Triaden und der Udo-Typ. Der Voodoo-Typ. Wie soll ich denn sonst nennen? Gary. Was ist dein Name, Gary? Der Gary. Der Gary. Nein, einfach nur Gary. What Gary? Kann ich aus roten Ziegeln solche Klappen Sie machen? Ich hab's wieder, der Gary. Aua, aua, aua. Verdammt, ich heiße nur Gary! So sieht man sich wieder, der Gary. Okay, das machst du jetzt mit Absicht. Schade, dass ich aus Dings keine Klappen machen kann. Aus Ziegelstein. Vier Wurmlochtrinker, das ist blöd. Ich hab zwei. Sag mir, wenn du unten bist. Todeskriecher. Runter, runter. Ja. Was? Kletterclown. Los, flieh ab, Digga. Und ein Eisenautrank. Hier für dich. Hast du jetzt aber ganz schön Glück gehabt. Wieso gehst du da runter eigentlich? Ach, okay. Ich hab ein Texture Pack drin, wo dieses Gewitter richtig realistisch aussieht. Alter, es laggt bei mir. Wie viele Kletterclown werden denn ja noch hier sein? Kletterclown waren sowieso immer die Ab. Wo ist der Abfuck? Naja, gut. Plus 4 Abwehr sehe ich gerne.
Warte, ich regel das. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Was? Oder so. Was passiert, wenn ich einen Altar sprenge? Da ist ein Kristallbaum. Sieht aus wie... Geh weg, bitte. Da passiert nichts. Scheiße. So. Ja, geh sterben, mein Schiff. Ich hab die geworfen, ich dachte, ich hätte die gecraftet! So ein... Ey, nee. Du bist einfach ein Fall für dich. Ich hab aufs Craften gedrückt, ey! Terraria Profi. Ach komm, leck mich. Es geht nicht kaputt. Ich baue den ab. Kümmer du dich um die Herzen. Ich würde eigentlich nur ein Herz abbauen. Weiß das bei drei Herzen. Amethyst-Eichel habe ich bekommen. Dann bauen wir zwei Herzen ab. Ich habe nur Bomben. Ich habe noch Bomben. Ich zeig dir. Ich habe schon Bomben. Waren das jetzt zwei, was wir abgebaut haben? Nein. Gut. Aua. Oh, sorry. Warte, ich brauche noch Bomben. Ich hab sie nicht, ich hätte keine Bomben mehr. Fuck. Du hast noch einen Wurmloch-Tank, oder? Du könntest mir eine Bombe bringen. Eine. Ja, ne, eine oder zwei. Oder halt zwei Dynamit. Ja, die sind doch scheiße teuer und ich hab dir gesagt, ich muss sparen. Aber ja, scheiß drauf. Danke. Alles für mein Geld ausgeben. Danke. Fick dich. Kann im Modeslot ausgerüstet werden, Material erhöht die Bewegungstempo, wenn du Schaden erlitten hast, plus 1% Bewegungstempo, geil. Was? Ich habe die Kette bekommen, die Panikhalskette. So, und jetzt will ich was testen. Aber vorher lege ich, sortiere ich mal die Kisten. Wir haben insgesamt 6 Amethyst. Alter, wir haben 3 Rubine, 2 Smaragde, 13 Saphire, 8 Topase, 6 Amethysten. Ja.
Die Andrew. Hm? Die an. Was sind das für Namen? Die Andrew. André. Oh, der Waffenhändler. Die Mini Hai. 38. Die noch raus. Ja, weil er dort nicht in der Wüste wohnt. Dann packen wir ihn in die Wüste, würde ich sagen. Wo ist das Sparschwein? Ach, hier. Links. Ich geh jetzt mit dem Eisenhauttrank zum Fackelgott. Komm mit. Hast du einen Eisenhauttrank angepackt? Mhm. Gut. Was bringt uns nochmal der Fackelgott? Ein Item. Wow, und das Item bringt uns? Jede Fackel wird dem Biom ange. Ich warte hier auf dich. Jede Fackel wird dem Biom angepasst. Alles klar. Okay, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, wir sind bei den 38 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge machen wir den Fackelkönig, den Fackelgott. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Leute!